Radio Freedom. Wir hatten vor einiger Zeit eine Anfrage aus Chicago und waren selber ein bisschen verwundert, weil wir bislang noch nie in den USA gespielt haben. Ja, und dann wurde das langsam alles konkret. Wir hatten da dann in der großen Halle, in der Allstate Arena, eine Show und haben das gleichzeitig den Anlass genutzt, um das neue Video zu drehen. Zum einen, weil es natürlich auch mal was anderes ist, irgendwie schon spektakuläre Aufnahmen gewesen in Chicago. Also das ist eigentlich so, wie es im alltäglichen Leben bei uns halt passiert. Man feiert Mädels, Deko. Ja, das geht ja ziemlich hart zur Sache, glaube ich, im Video. Und ja, zeigt nochmal so ein bisschen, was hinter den Kulissen bei uns passiert. Ja, also auf jeden Fall war das alles ganz toll, professionell, größer als erwartet. Viele meinten auch, das sei schon ungewöhnlich, weil normalerweise fängt man erst in kleinen Clubs an, dann gleich in so einer großen Halle. Nächstes Mal auch dann in New York und noch in Kanada. Man plant ja nicht so lange ins Voraus. Insofern lassen wir das alles ein bisschen auf uns zukommen. Wir bereiten uns jetzt auf die Tour vor. Deutschland-Tour fängt im März an, sind dann 15 bis 20 Städte und ja, dann gehen wir wieder alles. Das Album ist jetzt erstmal das nächste, das kommt im Oktober. Nee. 4. November. 4. November, auch gut. Das heißt, Who's Got the Last Laugh Now? Kann sich jeder selber so seine Interpretation schmieren. Und so wird dann auch die Tour heißen im nächsten Jahr, die wir auch auf Europa ausdehnen. Und ja, also wieder einiges los. Also wir wollen auf jeden Fall diesmal das Bühnenbild. Soll einfach noch irrer werden. Ja, spektakulärer. Wir wollen auf jeden Fall mit Lasern arbeiten. Das hatten wir während der Tour in dem Sinne noch nie. Da haben wir jetzt eine neue Firma gefunden, die das hervorragend macht. Und von daher wird einiges umgeschaltet. Also Licht, Laser, Pyro, das wird halt alles neu gemacht. Auf dem Friedhof oder auf der Bühne? Ich bin